Hallo zusammen! In dem heutigen Video geht es nochmal um die Teilchenbewegung und wie die Temperatur die Teilchenbewegung beeinflusst. Ich habe euch gesagt, dass bei kalten Temperaturen die Teilchen sich nur sehr langsam bewegen, vor allem im festen Zustand. Das heißt, wenn es eher kalt ist für die Teilchen, bewegen die sich weniger und je wärmer es wird, umso schneller bewegen sich die Teilchen. Ich habe jetzt hier drei verschiedene Wassertemperaturen, die ich jetzt erstmal kurz messe, damit ihr wisst auch, bei welchen Temperaturen wir ungefähr liegen. Bei dem ersten liegen wir so um die 0,4 bis 0,5 Grad, 0,6. Also ihr seht, es wird gerade ein bisschen wärmer. Das heißt, kurz vor dem Gefrierpunkt. Bei dem mittleren liegen wir so um die 24, 25 Grad wahrscheinlich, ja, 24,8, 9, 25 Grad, also mittlere Temperatur. Und bei dem warmen Wasser liegen wir ungefähr bei 51,4,5, also so um die 51 Grad. Ich werde nun in alle drei einen Teebeutel reinmachen und wir können uns dann mal anschauen, was passiert. Was wir bereits sehen, bei den heißen Temperaturen, bei dem warmen Wasser, bei dem 50 Grad heißen Wasser, dort beginnt sich schon das Wasser zu verfärben. Da wird es so leicht gelblich, das kommt von dem Schwarztee. Bei dem mittleren Wasser sehen wir nur eine minimale Verfärbung, wirklich nur ganz, ganz leicht. Und bei unserem Eiswasser passiert gar nichts. Wie können wir das jetzt erklären? Bei dem kalten Wasser bewegen die Teilchen sich nur wirklich ganz wenig, ganz leicht. Das heißt, es trommelt kein Wasserteilchen stark gegen meinen Teebeutel und schlägt dort die Farb- und Teepigmente raus. Bei meinem mittleren bewegen die sich schon etwas mehr. Man kann schon eine leichte Farbänderung sehen, denn die Teilchen bewegen sich und schlagen etwas dieser Teilchen quasi heraus durch diese Bewegung. Und bei meinem warmen Wasser bewegen sie sich am meisten und deswegen ist hier auch die Färbung am stärksten, denn hier werden die meisten Teilchen angestoßen und quasi die T-Teilchen hinausgeschlagen. Das ist auch nur ein Modell mit dem Herausschlagen. Denkt daran, stellt es euch mal bildlich so vor, aber denkt nicht, dass wirklich die das rausboxen, sondern das ist einfach nur ein Modell, in dem ich hier spreche, das ich euch hier erkläre. Das war es nochmal, um zu zeigen, je höher die Temperatur, umso schneller bewegen sich die Teilchen und umso mehr bewegen sich die Teilchen. Einfach nochmal als Beweis zu meiner Behauptung. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.